Ich denke, wir können beginnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde von CrossAsia und der CrossAsia Talks, ich darf Sie herzlich zum mittlerweile siebten Vortrag innerhalb unserer Vortragsreihe begrüßen. Thema des heutigen Vortrags ist die 3D-Digitalisierung der Typografia Sinica unter Einsatz der Fotogrammetrie. Vorab ein paar kurze Worte zur Typografia Sinica an sich. Andreas Müller, Theologe, Orientalist und an der Entschlüsselung der chinesischen Schrift interessierter und zu Zeiten des großen Kurfürsten Probst in Berlin, überließ seine Typografia Sinica der Kurfürstlichen Bibliothek bei seiner Verabschiedung aus dem Amt im Jahr 1685. Die Typografia Sinica ist ein aus massivem Eichenholz gefertigtes Schränkchen, das in 10 schmalen Schubladen insgesamt 3.398 Drucktypen aus weichem, maserfreien Birnbaumholz, aber auch einzelne Holzleisten und Platten enthält. Auf den meisten von ihnen finden sich auf der einen Seite chinesische Schriftzeichen eingeschnitten, auf einer anderen Seite hat Andreas Müller mit Tinte Zahlen aufgetragen. Die Typografia stellt den ersten Versuch dar, in Europa einen Grundstock chinesischer Schriftzeichen für den Druck herzustellen. Sie befindet sich heute und für nächst insgesamt 5 Jahre als Leihgabe der Staatsbibliothek im Humboldt-Forum in der Ausstellung zu den Spuren des Ortes. Der Leihgabe vorausgegangen ist die vollständige 3D-Digitalisierung der Typografia Sinica im Jahr 2019. Nach einem sorgfältigen Sichtungsprozess unter Beteiligung von Herrn Professor Bienert aus dem Bereich Digitale Sammlungen und Dokumentation der Staatlichen Museen zu Berlin, dem wir hierfür nochmals unseren herzlichen Dank aussprechen, hat die Firma Illustrated Architecture, also Frau Birgit Zuccia hier dort und Herr Bernhard Strakenbrock, den Zuschlag erhalten. Wir freuen uns sehr, Frau Zuccia und Herrn Strakenbrock für unsere Vortragsreihe CrossAsia Talks gewonnen zu haben. Kurz ein paar Worte zu Frau Zuccia und Herrn Strakenbrock und zu Illustrated Architecture. Frau Zuccia hat Architektur an der Technischen Fachhochschule Berlin studiert mit Abschlüssen 1987 und 1988. Bis 2001 war sie angestellt tätig über alle Leistungsphasen im Bereich Architektur und das seit 1995 in leitender Position. Der Schwerpunkt der Tätigkeit verlagerte sich im Verlauf der 90er Jahre parallel mit den wachsenden Möglichkeiten und Herausforderungen der Datentechnik und CAD, was bedeutet Computer-Aided Design, ich habe gerade erst gelernt, auf das Bauen, im Bestand und in der Denkmalpflege. 2002 erfolgte die Gründung des Büros Illustrated Architecture. Herr Bernhard Strakenbrock hat Vermessung und Fotogrammetrie an den Fachhochschulen in Mainz und Berlin studiert und das Studium 1982 abgeschlossen. Seitdem ist er freiberuflich tätig im Bereich 3D-Vermessung in der Archäologie, in der Denkmalpflege und in der Industrie. Nach Auslandsaufenthalten in Italien, Syrien, Marokko und dem Sudan ist er nun freier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Bergbaumuseum und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Firma Illustrated Architecture gibt es seit 2002 und das Büro ist seit 2021 in Goslar ansässig. Illustrated Architecture hat umfangreiche 3D-Digitalisierung für die bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten und Seen durchgeführt und zahlreiche Denkmale in ganz Deutschland, unter anderem die Berliner Philharmonie und den Kammermusiksaal aufgenommen. Im musealen Bereich wurden zahlreiche historische Architekturmodelle im Bayerischen Nationalmuseum und in Jerusalem sowie viele Exponate für das Deutsche Museum in München und im Mönchehausmuseum für moderne Kunst in Goslar erfasst. Die Arbeiten von Illustrated Architecture werden abgerundet durch die Digitalisierung von Industrieobjekten, darunter Züge, Bahnanlagen, zum Beispiel in der Schweiz, und Bergbaumaschinen im Bereich Retrofit, das heißt Modernisierung bestehender Anlagen, das wusste ich vorher auch noch nicht, und die virtuelle Abnahme. Freuen Sie sich nun auf den Vortrag von Illustrated Architecture.
Ja, ich möchte dann auch gleich übernehmen, mich erstmal für die schöne Einführung bedanken und Ihnen kurz unser Büro vorstellen. Wir werden dann einen längeren, ziemlich technischen Block machen. Wenn das zu schwierig wird, dann einfach dazwischen rufen, fragen, was auch immer. Aber so ganz ohne technologischen Hintergrund geht es nicht. Den müssen Sie sich aber nicht auf Dauer merken. Man muss nur wissen, es gibt da irgendwas, was nicht so ganz trivial ist. Und dann werden wir die Typografie der Sinica und die Arbeit, die wir dort gemacht haben, vorstellen. Die Folien laufen nicht weiter. Pfeil zur Seite. Ja, wir arbeiten in ganz unterschiedlichen Metiers, von Luftfahrzeugen über Schienenfahrzeugen, viel an die Erde gebunden, sage ich mal, auch mit unterschiedlicher Sensorik, also mit Laserscannern und mit Kameras, kombiniert auch häufig. Und das Schöne ist dabei, dass man Erfahrungen aus ganz verschiedenen Bereichen sammelt, die man zusammenbringen kann, um sie dann gemeinsam weiterzuentwickeln und in anderen Dingen anzusetzen. Fotogrammetrie ist ein Messverfahren, was generell unabhängig von der Objektgröße ist. Das heißt, ich kann sehr kleine Objekte aufnehmen und ich kann sehr große Objekte aufnehmen. Und hier haben wir einfach mal einen Teil dieser Objekte, also aus der Denkmalpflege. Da wird unglaublich viel noch ganz normal im CAD 2D gearbeitet. Das heißt, aus den 3D-Aufnahmen wird dann in einem Umbildungsprozess ein sogenannter verformungsgerechter Plan für Restauratoren oder Denkmalpfleger erstellt, der mit einer Vielzahl von sehr symbolhaften Informationen hinterlegt ist, was sich dann auch nur entsprechenden Spezialisten erschließt, was dahinter steckt, was aber dann eben auch nur von diesen Leuten genutzt wird. Wir sehen hier dann die Gründungsurkunde vom Berliner Schloss, die ist 3D aufgenommen. Und hier unten haben wir einen ganzen Zug für so ein Retrofit. Und man muss ungefähr wissen, die Auflösung, die wir hier für so ein Museumsobjekt machen, die ist dann an dem Zug immer in diesem Bereich, wo die Räder sind. Das heißt, da wird mit ganz hohen Auflösungen gearbeitet, weil eben auch Teile nachher nachgefertigt werden müssen. Und die müssen auch passen. Wenn da ein Zahnrad nachher nicht passt, dann ist es ärgerlicher. Und da kommt dann immer dieses Spannungsfeld auf zwischen Genauigkeit und Auflösung. Wir brauchen im Museum eine sehr, sehr hohe Auflösung, aber meistens nicht eine so hohe Genauigkeit, weil wir nichts dazu fertigen, was dann wirklich ganz genau passen muss. Und da hat man dann ein bisschen Spiel, wie man ein Projekt angehen kann. Es wurde schon gesagt, wir arbeiten zusammen, oder? Wir sind eben mit dem DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, lange Zeit in Kooperation gewesen. Nun sind wir auch ein bisschen älter und machen nicht mehr ganz so viel, sage ich mal. Wir haben da auch private Interessen. Dort habe ich mich ganz überwiegend mit Optikbau beschäftigt oder Optikauswahl für Kameras. Ein bisschen mit Software, Definition, nicht selber programmieren, aber eben zu sagen, was soll eine Software leisten können und sehr viel mit Erprobung von unterschiedlichsten Messverfahren in unterschiedlichsten, meist ungewöhnlichen Umgebungen. Wenn wir zur Fotogrammetrie kommen, dann ist das alte Wort, früher hieß es nämlich Messbildkunst im 19. Jahrhundert. Das sagt eigentlich viel mehr aus, was da eigentlich passiert, nämlich wir messen, hat irgendwas mit Physik zu tun. Mit Optik, mit Beugung, alles Mögliche, was man mal in der Schule gehört hat, viele haben es ganz schnell wieder vergessen, hat sehr viel mit Mathematik zu tun. Das heißt, ich muss ein Aufnahmesystem mathematisch beschreiben können. Es kann sein, dass da dann Gleichungssysteme mit Tausenden oder Zehntausenden von Unbekannten rauskommt. Die müssen aufgelöst werden mit allen Problemen, die damit verbunden sein können. Ich brauche Bilder, und zwar ganz wichtig, die Bilder müssen auch gut sein. Bilder können ganz unterschiedlich sein, es können Zentralperspektiven sein, also Fotoapparate oder Filmkameras. Das können auch Zeilenbilder sein, wie von Satelliten oder eben Abtastbilder wie von Scannern. Letztlich
brauche ich eben Bilder, um in das Verfahren einzusteigen. Und die Bilder zeigen das, was ich nachher aufnehmen will. Und Kunst hier im Sinne von Technik, im 18. und 19. Jahrhundert hat man da das noch nicht so geschieden, Ingenieurwerk und Kunst, also Kunst im Sinne von Technik, dass man eben für einen Prozess das erforderliche Wissen mitbringt, dass man Übung mit den Instrumenten mitbringt, ist heute noch genauso. Ich muss das wirklich ständig machen, damit ich da wirklich sehr gut werden kann. Und ich muss eine ungefähre Vorstellung von den Ergebnissen haben, die produziert werden sollen. Die muss man natürlich immer im Dialog mit einem Kunden erarbeiten. Und wir haben dann immer eine komplexe Berechnung, um von einem Bild zu einem 3D-Punkt zu kommen. Das brauchen wir jetzt hier nicht im Einzelnen durchzugehen. Wir müssen uns nur merken, wir haben eine ganze Reihe von Unbekannten in verschiedenen Schritten. Die müssen wir irgendwie auflösen oder wegschaffen. Und wenn wir uns den Formelapparat dazu angucken, dann ist das so, dass die allermeisten dieser Formeln nicht direkt aufgelöst werden können in einem mathematischen Prozess, sondern die werden iterativ aufgelöst. Das heißt, ich gehe mit einer Schätzung da rein, mit der ungefähren Vorstellung, wo war ich denn, wo will ich hin, verbessere die und gehe mit der Verbesserung wieder vorne rein, verbessere das wieder, lasse das so oft durchlaufen, bis es zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt. Und alle diese iterativen Verfahren haben zwei Dinge gemeinsam. Sie brauchen enorm viel Rechenzeit und sie können, wenn die Anfangsschätzung oder wenn irgendwo eine Schätzung nicht gut war, auch in einem Nebenminimum enden. Sprich, ich kann auch ausrechnen, die Erde ist eine Scheibe mit einer mittleren Abweichung von einem Meter, ohne dass mir sowas sofort irgendwie im mathematischen Formelapparat oder in der Genauigkeitsberechnung klar wird. Nun, man hat dann lange Zeit versucht, diese mathematischen Aufgaben mechanisch zu lösen. Also mit mechanischen Rechnern, nicht so mit Kurbelrechenmaschinen oder Tipprechenmaschinen, wie wir sie alle kennen, sondern mit aufwendig gebauten sogenannten mechanischen Auswertegeräten oder mechanischen Rechnern, mit denen man dann diese Unbekannten beseitigen und aus zwei Fotos, meistens nur zwei früher, weil mit mehr wie zwei wird es natürlich noch komplexer, wo man dann eben aus zwei Fotos eine 3D-Rekonstruktion machen konnte. Das war natürlich auf ganz, ganz wenige Anwendungen konzentriert, im Wesentlichen natürlich auf militärische Anwendungen oder die Landesvermessung. Also es wurde immer schon gemacht, aber in einem winzigen Umfang sozusagen. Aber die Leute waren clever und die haben gesagt, wir müssen durch Reduktion der Unbekannten das Verfahren vereinfachen. Weil dann kann ich es einfacher ausrechnen, dann wird es auch stabiler. Und so war ein Ding eben, so eine Stereo-Messkamera zu bauen. Sowas gibt es heute noch, wird häufig im Pkw-Bau und Ähnliches benutzt. Also ich habe zwei Kameras, die ich an so einem festen Balken montiert habe. Die machen ein sogenanntes Stereo-Bild. Das hat nur noch wesentlich weniger Unbekannte wie zwei freie Kameras. Und das kann ich dann auf einem relativ einfachen Gerät auswerten. Da habe ich eine Kurbel für X, eine für Y und quasi hier eine für die Höhe sozusagen. Wenn ich in beiden Bildern den gleichen Punkt sehe, muss ich eben an der Kurbel nochmal drehen. Dann habe ich die richtige Höhe und das Ganze wird über einen Pantographen hier auf ein Kartierungsoriginal übertragen. Nicht sehr schnell, auch ziemlich anstrengend. Sie müssen die ganze Zeit da reinschauen und diese Auswertung quasi manuell durchführen. Das schaffen Sie vielleicht 6 Stunden am Tag und dann sind Sie wirklich erledigt. Das Schöne ist, ich konnte in meinem Studium mit einer ganzen Reihe dieser Geräte noch arbeiten. Also es ist nicht so lange her, dass die nicht mehr eingesetzt wurden. So. Wir sehen hier den nächsten Schritt. Das ist jetzt ein bisschen freier, lange noch nicht so wie heute. Man hat hier oben wieder diese feste Kamera, die möglichst so aufgebaut ist, dass ich alle Unbekannten in dieser Kamera kenne. Die ist auf einem Vermessungsgerät montiert. Damit kann ich mich ein bisschen freier bewegen. Komme von 4 auf 12 Unbekannten. Aber dann sieht schon der mechanische Rechner etwas komplexer aus, den ich da benutzen muss. Und das ist auch klar, dass es dann natürlich nicht möglich war, sowas in einem riesigen Umfang einzusetzen. So, nichtsdestotrotz machen wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren, also eigentlich seit den 1860ern das Gleiche oder sehr was Ähnliches. Wir machen zuerst Bilder, wie hier von den Typen in
Hier haben wir die auch in zwei, mit zwei unterschiedlichen Kameras aufgenommen, sehr weitwinklig und einmal eher konzentriert auf das eigentliche Schriftfeld. Und wir haben nicht nur zwei Bilder aufgenommen, wie früher, sondern wir haben sehr, sehr viele Bilder aufgenommen. Eigentlich alle paar Zentimeter ein Bild. Und aus diesen vielen Bildern kann ich nun in einem mathematischen Prozess den Beobachter, der dadurch das Okular guckt, ersetzen. Und der Rechner kann mir die identischen Punkte aus zwei Bildern raussuchen oder die identischen Pixel. Und darüber kann er in den Formelapparat einsteigen und den 3D-Pixel berechnen. Das macht er natürlich nicht nur aus einem Nachbarn, sondern das macht er dann möglichst aus 12 oder mehr Nachbarn, sodass man eine sogenannte Überbestimmung hat, dann kann man im Mittelmeer draus bilden. Das geht heute ziemlich flott auf allen normalen PCs, wie sie von den Gaming-Freunden eingesetzt wird. Also das läuft dann auf den Gaming-Grafikkarten und geht da recht schnell. Das hat man früher auch schon versucht. Wir haben es hier nochmal gegenübergestellt, also nur zwei Bilder, ein Modell oder ein Stereomodell. Habe ich hier oben zwei Bilder, zwei Lampen. Kann hier unten quasi in so einem 3D-Bild mit einer Rot-Grün-Brille das Objekt vor mir räumlich sehen und kann das dann abfahren. Das Ganze kann ich natürlich auch mit mehr Projektoren machen, aber der mechanische Aufwand ist dann natürlich irgendwann so groß, dass es nicht mit beliebig vielen Bildern geht. Also irgendwo bei 20 war dann immer Schluss, weil alle Projektoren gegeneinander eingestellt werden müssen, was ziemlich aufwendig ist. Und der Einsatzgrund war hier natürlich auch ein militärischer. Das heißt, mit den vielen Projektoren kann ich dann ein erkundetes Ziel räumlich vor mir schweben lassen und kann da eine Besprechung auch mit mehreren Leuten machen. So, diese Bilder, die entstanden sind, auch schon vor langer Zeit, können wir heute immer noch auswerten. Das heißt, wir haben keinen CAD-File oder kein OBJ-File als Speicher, sondern tatsächlich ein Bild. Also eine ganz normale Fotografie oder heute eben digitales Bild. Die Herren hier machen auch Fotogrammetrie, das ist jetzt noch nicht ganz so alt. Das ist aus den Ende der 50er Jahre. Und sie nutzen quasi hier eine Stereokamera und hier noch eine große Farbkamera, so wie man das eigentlich aus dem Kunstbereich kennt, also mit Planfilm entsprechend 13, 18 Farbnegative und machen dort Fotogrammetrie. In dieser Höhle, in Altamira, also in dieser schönen Steinzeithöhle, die eigentlich ganz bekannt ist. Wir haben hier oben eins der schwarz-weißen Messbildaufnahmen von 58. Die können wir heute noch in ein 3D-Modell mit heutiger Rechentechnik überführen. Also letztlich mit dem gleichen Programm, was wir auch für die Typografie genommen haben. Bei Farbe sieht es schon ganz anders aus. Hier haben wir ein Original-Farbbild aus den 50er Jahren. Und man sieht, das ist kein Farbbild mehr, da ist die allermeiste Farbe verloren gegangen. Hier haben wir eine farbliche Rekonstruktion dieser Decke. Heute würde man sagen, einen 3D-Druck, einen der ersten. So wie es von Restauratoren anhand der Originalfarbbilder rekonstruiert worden ist. Und das ist eigentlich so der einzigste Farbhinweis, den wir noch einigermaßen originaltechnisch haben, weil das Objekt selber leider auch mittlerweile stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. So ein früher 3D-Druck wurde natürlich auch händisch gemacht sozusagen. Man hat also angefangen, hier immer zwei Bilder auszuwerten, in so eine Höhenlinienkarte zu übersetzen, das Ganze dann wieder mit einem Pantographen abzufahren. Dann wurden also diese Höhenschichten, die heute der 3D-Drucker natürlich viel, viel feiner macht, wie das hier im Gips ist, die wurden mit einer Fräsmaschine, die mit diesem Pantographen verbunden war, in den Gips gefräst. Und das Ganze nachher von einem Restauratorenteam natürlich noch geglättet und per Hand koloriert. Etwas, was wir heute vollautomatisch machen, aber was eben auch schon vor 70 Jahren durchaus ein funktionales Verfahren gewesen ist. Natürlich unendlich aufwendig und deswegen nicht sonderlich häufig angewendet. So, wir brauchen ein bisschen Theorie noch. Was ist eigentlich eine Kamera oder ein Foto, wenn wir das physikalisch betrachten? Es ist ein Photonenfänger, das heißt, Licht besteht eben aus diesen Photonen, die fliegen hier rum, werden reflektiert, fliegen durch das Objektiv auf den eigentlichen Sensor und erzeugen da ein Signal. Dieses Signal können wir in einem Bild umsetzen oder als Bild betrachten. Das ist im analogen und im digitalen Bereich erstmal gleich.
Im Ursprung sind es immer schwarz-weiße Bilder, die erzeugt werden. Das heißt, ich habe entweder Photonen da, dann sind es eben abgestufte Grauwerte, oder ich habe keine Photonen, dann ist schwarz, oder ich habe zu viele, also überbelichtet, dann ist ganz weiß. Und um jetzt ein Farbbild zu erzeugen, muss ich Filter aufbauen. Im Film waren diese Filter quasi übereinander gelegt. Und ich habe eigentlich mehrere schwarz-weiße Bilder untereinander aufgenommen, die dann wieder in einem Vergrößerungsprozess mit den entsprechenden Filterscheiben in ein Farbbild umgesetzt wurden. Beim Fotografieren mit der Digitalkamera ist das ein bisschen anders. Um Farbe zu erreichen, habe ich hier diese Pixel, und die Pixel sind mit unterschiedlichen Farbfiltern besetzt. Was dann dazu führt, dass immer diese tollen Werbesachen, ich habe eine 40-Megapixel-Kamera, letztlich gar nicht stimmt, weil ich habe die dann aufgeteilt eben in blaue, grüne und rote Pixel. Und letztlich ist die Information, diese 40 Megapixel, ist nur interpoliert, weil ich immer zwischen diesen Pixeln dann die anderen Farben darüber interpoliere. In Wahrheit habe ich aber viel weniger physikalisch getrennte Informationen. Das Auge funktioniert eigentlich völlig anders. Das hat keine Pixel, sondern das hat diese Sehzäpfchen, und die sind unregelmäßig angeordnet. Und da gibt es eben neben den blauen, grünen und roten auch noch schwarz-weiße. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied zu allen unseren einfachen Farbkameras, sage ich mal. Das Auge sieht eigentlich vier Farben, nämlich das Schwarz-Weiße ist auch in der Überzahl. Und wenn zu wenig Licht ist, dann sehe ich nur noch Schwarz-Weiß, dann ist die Farbe letztendlich weg beim Mondlicht. Und die Auflösung des Auges beschreibe ich auch nicht mit Pixel pro Millimeter oder irgendwas, sondern die kann ich in einem Winkelmaß beschreiben, in Bogenminuten zum Beispiel. Und wenn ich jetzt sehe, ich kann eben bei mittleren Licht, so wie hier jetzt auf der Leinwand, kann ich ungefähr 60, kann ich also ein Grad in 60 Teile unterteilen, und ich würde diese 60 Teile noch erkennen. Und wenn es heller ist, erkenne ich entsprechend mehr. Und jetzt kommt eine Eigenart des Auges dazu: Raster oder Linien werden extrem genau erkannt. Und das heißt also, wenn ich mit Rastern oder Linien arbeite, brauche ich eine ganz hohe Auflösung, um dem Auge ein analoges, tolles Bild zu liefern. Das kann man hier in dieser Abstandsfunktion darstellen. Also wenn ich einen Betrachtungsabstand von 50 cm habe und ich habe eine gute Brille oder noch ein gutes Auge, dann müsste ich mit einem Raster von 0,04 mm aufnehmen, damit ich diese Rasterartigkeit oder diese Andersartigkeit des Bildes nicht erkenne. Entsprechend, wenn ich eben weiter weggehe, wird dieses Raster gröber, und wenn ich dann eben 6 Meter weit weg bin, habe ich hier diese 0,6 mm, die dann aber für große Objekte, also zum Beispiel für ein Kirchendeckenfresko-Gemälde, was viele Quadratmeter groß sein kann, eben auch schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe sind. Und es gibt noch einen Unterschied. Die Kamera sieht diese drei Farbkanäle, und wenn wir uns die Spitzen angucken, dann liegen die schon mal nicht übereinander mit dem Auge hier unten. Also hier ist blau und grün viel weiter auseinander wie bei den allermeisten Rasterfotoapparaten. Und ich habe zwischen blau und grün mein Schwarz-Weiß-Bild. Das liegt hier. Das habe ich hier gar nicht. Dafür macht hier Rot so einen großen Peak. Das heißt, ich muss nicht nur jeweils hier aus einer Umgebung für jedes einzelne Pixel jede Farbe interpolieren, sondern ich interpoliere nachher noch von diesem Histogramm in diese Richtung, wobei das Schwarz-Weiße allerdings meistens wegfällt, weil die meisten Anzeigesysteme heute auch nur drei Farben haben, wobei das mittlerweile bei hochqualitativen Fernsehern auch so ist, dass sie mit einem Schwarz, also auch eine Sättigung dazugeben können, oder dass sie dann auch die Farbkanäle noch feiner aufgliedern können und damit ein sehr hochqualitatives digitales Bild erzeugen. Das kann ich auch mechanisch verringern, indem ich dieses Raster auflöse, nämlich ich mache nicht nur ein Bild, sondern ich mache vier Bilder, und
zwischen jedem Bild verschiebe ich den Sensor in der Kamera um einen Pixel. Das funktioniert heute eigentlich automatisch bei vielen Kameras. Da muss ich also mich nicht drum kümmern, aber funktioniert natürlich nur bei Sachen, die sich nicht bewegen. Weil das Objekt, weil ich tatsächlich 4 Aufnahmen hintereinander mache und während dieser 4 Aufnahmen muss das Objekt eben stille stehen. Und damit habe ich hier schon mal den gleichen Weg beschritten wie ganz am Anfang. Reduzierung der Unbekannten, Reduzierung des Rechenaufwandes. Das heißt, hier wird durch eine Mechanik dafür gesorgt, dass ich für jedes Pixel auf meinem Bild tatsächlich alle 3 Grundfarben habe. Das kann man auch anders erreichen, indem man andere Sensoren baut. Das ist, hat sich irgendwie nur nie durchgesetzt. Das ist hier mal so ein Entwurf. Ich habe jetzt quasi 4 Pixel, also hier das Weiße oder Schwarz-Weiße dazu. Die sind auch nicht mehr so rasterförmig angeordnet, sondern haben verschiedene Größe und werden auch immer mal gedreht, sodass dieses Raster aus dem Bild verschwindet. Und damit kann ich sehr kontrastreiche Bilder erzeugen. Ein ähnliches Verfahren, so zum Beispiel bei Luftbildern, wenn wir in Google ganz tolle Bilder sehen, dann sind die meistens mit 4 Farben, also mit so einem ähnlichen Verfahren erzeugt worden, wo es eben ein ganz hochauflösendes Schwarz-Weiß-Bild gibt und dann eben ein Drittel Blau, ein Drittel Grün, ein Drittel Rot dazu und wo das dann überlagert wird, sodass ich auch diese 4 Farben aufgenommen habe und damit dann eben diese kontrastreichen Bilder erzeugen kann. Was anderes, was wir uns überlegen müssen, ist die Auflösung. Die Auflösung liegt heute meistens in diesem Bereich hier irgendwo, UHD oder 4K, ist mehr oder weniger, sag ich mal, im Rechnerbereich Standard. Ich glaube, HD, das haben wir mittlerweile fast überall überwunden. Diese Auflösung ist natürlich dem Auge weit unterlegen. Mit dem Auge lösen Sie auf, nicht 8K, sondern müsste man hier noch eine Spalte dazu machen. Ich sehe also 16K, das heißt, auf Pixel übertragen sehe ich so 16.000 Pixel und in der Höhe ungefähr 8.000 Pixel. Dann habe ich ein Bild, was dem entsprechen würde, was ich tatsächlich natürlich sehen kann. Was heißt Timelapse? Das ist eine Firma, die das mal ausgerechnet hat. Timelapse Movies sind also so zeitversetzt. Wenn ich also quasi alle Sekunden ein Bild aufnehme oder alle paar Sekunden, wie die Wolken ziehen und das nachher zusammenfasse. Ja. So, ich habe das hier nochmal dargestellt. Also ich brauche einen HD-Bildschirm, um quasi den Inhalt einer Buchdruckseite zu transportieren. So kann man sich das vorstellen. Also etwas, was in der Drucktechnik schon ganz, ganz lange funktioniert, haben wir jetzt in der IT gerade mal so erreicht. Und wenn ich einen wirklich guten Kunstdruck habe, dann kann ja noch viel mehr Informationen transportieren. Von daher muss man sich immer überlegen, mache ich nur alles digital oder bleibe ich nicht noch bei vielen Sachen bei dem guten alten Buch, weil ich da eben unheimlich viel Informationen transportieren kann. Eine andere Entwicklung, die dann auch für die Typografie wichtig ist, das ist dass ich also verschiedene Maßstäbe mit verschiedenen Sensoren gleichzeitig erfasse. Das ist erstmals gemacht worden bei der Maßkamera am DLR und da sieht man, wir haben 2 Kameras übereinander montiert, mit der dann diese gigantisch tollen Maßaufnahmen erzeugt werden oder immer noch erzeugt werden. Der Satellit fliegt da jetzt seit 20 Jahren, er gibt immer noch Signale, der war mal auf 8 Jahre Lebenszeit berechnet, ist also wirklich gut konstruiert. Und das wurde dann auch auf Flugzeugkameras übersetzt. Und in der zweiten Generation von diesen Kameras konnte ich dann mitarbeiten, über etliche Jahre hier am Berliner DLR. Und dort haben wir dann auch die erste tragbare, wobei das hier noch so ein Klotz war, der dann irgendwie mehr wie ein Wassereimer gewogen hat, tragbare Multisensorkamera, nicht mit Zeilen, sondern mit Flächenkameras aufgebaut haben. Und den konnte man tatsächlich durch die Gegend bewegen, so einigermaßen nicht allzu weit. Und einen anderen Multisensoransatz, den wir verfolgen durften, da hat unser Institutsleiter, der Professor Hürzinger, damals für gesorgt, weil das hat überhaupt nichts mit Weltraum zu tun, an so einem barocken Raumkunstwerk, das ist das markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, haben wir die Kombination zwischen einem hochauflösenden Laserscanner und einer hochauflösenden
also einer farblich hochauflösenden Kamera, probiert. Wobei hier ein bisschen im Vordergrund stand, diese Kameras, die sind extrem gekühlt. Und durch die extreme Kühle kann ich ein sehr farbstabiles Bild erzeugen. Das heißt, da ging es in erster Linie tatsächlich auch darum, wie kann ich die Farbe reproduzieren in so einem großen Raum, wo ich nicht immer eine Farbkarte anhalten kann, um eben dann auch farblich zu guten Reproduktionen zu kommen. So, unsere Arbeit unterliegt immer ein bestimmtes Vorgehensmodell. Das ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, mach viele Bilder, wenn du draußen bist, und mach die auch bitte scharf. Also Fotogrammetrie fängt mit Foto an. Und wir hatten eine Laborantin in Bochum im Museum, die hat immer gesagt, wenn das Foto Mist ist, dann kann ich da auch nichts mehr mitmachen, dann bleibt es eben Mist. Also das Foto muss eine hohe Qualität haben. Wenn ich einen Laserscan mache, muss der auch eine hohe Qualität haben. Beides kann ich in ein Bildarchiv packen. Das heißt, ich kann auch den Laserscan wiederum in ein Fotoformat verwandeln, also in ein TIFF-Format. Das kommt in ein Archiv. Und jetzt kann ich das auswerten mit verschiedenen Programmen oder Kriterien. Und zwar eben über mehrere Generationen. Ich kann es immer wieder auswerten mit verbesserter Software. Und eigentlich sollte ich, wenn ich eben ein Kunstobjekt aufnehme, kann auch ein ganzes Schloss sein, das so aufbauen, dass ich aus diesem Bildarchiv, was ich einmal aufbaue, was schon durchaus ein bisschen langwieriger sein kann, aber dass ich dann alle Aufgaben erfüllen kann, nämlich das Managen und Erhalten, das Erforschen und das Präsentieren. Und die Spitze hier ist beim Erhalten und Erforschen, da habe ich die meisten Daten da oben, beim Besuchen und Präsentieren ist das eher an der Basis sozusagen. Da kann ich so viele Daten noch nicht transportieren, aber das wird sich ändern. Das heißt, ich kann ja oft aus kuratorischen Gründen nicht immer wieder an ein Kunstwerk drangehen und dann muss ich mir wirklich überlegen, ich will es über 20, 30 Jahre nutzen, dann muss ich hier unten eben entsprechend viel Information reinpacken, dass ich eben das Auge mit seiner extrem hohen Auflösung möglichst lange bedienen kann. Und also 30 Jahre haben wir noch in unserer Firma jetzt noch nichts, aber ich habe noch Aufnahmen bei mir, die sind in den 80er Jahren im Sudan entstanden. Da haben wir diese 30 Jahre Beobachtung, das funktioniert ganz prima. Aber man muss sich eben wirklich überlegen, was packe ich da rein an Informationen. So, kommen wir jetzt zur Typografia Sinica. Und man sieht hier, das Equipment war schon ein bisschen umfangreicher, das anzutragen. Wobei von dem ganzen Zeug, was hier steht, das allermeiste Licht war. Das heißt, wir brauchen es erstmal hell. Wir bauen in der Regel so eine Art mobiles Studio auf, was eben wirklich hell ausgeleuchtet wird. Weil wenn wir nachher viel fotografieren, ist es unheimlich aufwendig, mit geblitztem Licht oder so zu arbeiten. Erstmal hell machen, wie die Kinoleute das auch machen. Licht ist der meiste Aufwand. Und dann sehen wir hier also auch, man muss sich eben irgendwie dem Objekt immer anpassen. Es ist oft einfacher, ich sag mal, den Fotoapparat zum Objekt zu tragen, da wo es gerade steht, als andersrum das Objekt zu verlagern, in ein Studio zu transportieren. Und eben entsprechend viel unterschiedliches Equipment muss man einsetzen. Und in der Regel sieht man das auch hier, sind zwei Kameras übereinander. Also es ist wieder dieses Prinzip, ich habe zwei Kameras, die gleichzeitig auslösen, weil damit kann ich mehr Modellstabilität, sagen wir, erzeugen. Das heißt, mein mathematisches Modell wird stabiler und damit wird meine Auswertung einfacher. Und man sieht das jetzt hier nochmal. Wir haben eben das ganze Objekt aufgenommen, geschlossen und geöffnet. Und das wird mit so einer freigetragenen, mit so einem freigetragenen Kamerasystem gemacht, wie im Fernsehstudio. Das hängt in so einem Gimbal. Das heißt, die Kamera hängt eigentlich immer stabil. Egal, wenn man hier hinten zittert, zittert es da vorne nicht. Es wird also mechanisch abgefangen. Und man macht dann eben viele tausend Bilder um das Objekt herum, die dann eben diesem mathematischen Auswerteprozess unterzogen werden. Dann haben wir auch noch quasi die ganzen Schriftklötzchen einzeln ausgeräumt und hier der Reihe nach aufgebaut, so wie sie in den Schubladen stehen. Und diese dann mit einem Kamerasystem, was aus zwei Kameras besteht und was hier auf so einer Achse sich hin und her bewegt, aufgenommen. Das entspricht im verkleinerten Maßstab dem, was Google jedes Jahr einmal über Berlin macht. Die fliegen nämlich mit dem Flugzeug hin und her, machen so eine Aufnahmestreifen und rechnen daraus das 3D-Modell.
Das ist hier auf dieses Objekt übertragen. Und aus den Bildflügen wussten wir auch, wie weit müssen wir die Klötze auseinanderrücken, damit ich nachher keine Abschattung habe. Das kann man so, wenn man eben hier mal Potsdamer Platz beflogen und ausgewertet hat, hat man es so ungefähr im Daumenhöhe und Abstand, damit ich eben bis an den Boden ran schauen kann. Und hier sieht man das nochmal, eben die beiden Kameras. Und wir haben dann natürlich auch nochmal jede Schublade im gefüllten Zustand aufgenommen, also bevor sie ausgeräumt wurde sozusagen, weil sie mussten ja dann quasi in der gleichen Reihenfolge, wie sie hier waren, aufgestellt werden. Dann wurden auch nochmal die Schubladen, wenn sie leer waren, aufgenommen und die Rückseite auch noch, weil teilweise Beschriftungen drauf sind. Und die ganzen Klötzchen wurden auch in zwei verschiedenen Positionen aufgenommen. Einmal sehe ich die Oberseite und die vier begrenzenden Seiten und einmal ist es gedreht, sodass ich auch die Unterseite sehe. Also es ist nicht auf die Sahneseite gelegt, sondern auf einer der begrenzenden Flächen gelegt worden, damit ich die Hinterseite auch erfassen kann. Das Ganze wandert dann in eine große Bilddatei und daraus wurden dann eben die Ergebnisse berechnet. Aufgenommen haben wir ungefähr 84.000 Einzelbilder in diesem Pixelschiffsverfahren. Also wenn man das dann zusammenfasst, ist es nicht mehr ganz so viel. Und dazu dann auch noch, weiß ich nicht, ein paar tausend Bilder mit der kleinen Kamera, die weiß ich jetzt nicht so aus dem Kopf. Daraus wurden gerechnet 52 3D-Modelle, jeweils in unterschiedlichen Auflösungen, sind die dann eben erstmal gespeichert. Aber man kann natürlich, wenn man jetzt eine höhere Auflösung will oder neuere Software hat, auf die Originale hier zurückgreifen und mit der heute verbesserten Software, und das Ganze ist, weiß ich nicht, ist glaube ich 2019, 2020 passiert, wenn ich das heute neu berechne, wird das Ergebnis schon sehr viel besser wie vor wenigen Jahren. Also die Software entwickelt sich extrem schnell in diesem Bereich fort. Und wir haben das mit einem Projekt, was ein Jahr älter ist, mache ich das gerade. Es ist erstaunlich, welche Differenz da dann rauszuholen ist aus demselben Material. Das heißt ein RAW. Also RAW-Bilder, ja. Also das sind quasi Bilder, die nicht bearbeitet sind. Es sind also keine TIFF-Bilder, es ist noch kein Fotograf drüber gegangen. Es ist eigentlich das, was ich an Photonen eingefangen habe, mit möglichst geringer Änderung gespeichert. Es passiert immer was auf den Kameras. Wenn ich eine gekaufte Kamera habe, dann macht jeder Hersteller, sagt zwar, er hat hier RAW-Bilder, wo noch nichts gemacht ist, aber so ganz stimmt das nicht. Und es wird Ihnen auch keiner sagen, was er da eigentlich macht, aber es ist meistens, wir nennen das niedere Bildverarbeitung. Also es ist natürlich in so einer Kamera, wenn die 44 Millionen Pixel hat, dann sind immer einige Pixel davon kaputt auf dem Sensor. Die werden einfach überinterpoliert, weil sonst die Ausbeute viel zu gering wäre. Und da sind so ein paar Verbesserungen, die da jeder Hersteller macht und wo er sich aber auch nicht so ganz in die Karten gucken lässt. So, wir haben dann als Ergebnisse zunächst mal Wolken. Wir haben hier auf diesem Ausschnitt mit allen Würfeln einer Schublade ungefähr 350 Millionen Messpunkte und können die dann eben auch schön ranzoomen und können dann eben auch entsprechend hoch aufgelöste synthetische Bilder erzeugen. Das heißt, Bilder, die nicht wirklich fotografiert sind, sondern die nur am Rechner berechnet werden und abgespeichert werden können. Und wir sehen das nochmal hier, wenn ich also auf diese Punktewolke schaue, kann ich alle Beschriftungen, alles, was da drauf ist, sehen und kann da dann eben auch noch irgendwelche Informationen, weitergehende Informationen dranhängen. Das kann ich beliebig vorantreiben. Und das Schöne ist, ich kann es auch umdrehen, sodass ich quasi die Negativseite sehe. Ich hoffe, das steht jetzt richtig rum. Dass ich dann eben nicht mehr wie im Druck, da sehe ich ja das Spiegelverkehr, sondern dass ich jetzt eben das Zeichen so sehe, wie es gedruckt aussehen würde. Und ich kann Analysen machen, ich kann die Würfel schneiden, das wird jetzt hier nicht vorkommen, aber ich kann Veränderungsanalysen machen, also ein Change Management, kann relativ viele Dinge in der Punktewolkenumgebung machen, was in der Bildumgebung sehr viel schwieriger ist.
Deswegen ist das immer das primäre Ergebnis. Und ich kann natürlich mit meinem gesamten 3D-Datensatz, hier haben wir jetzt mal ein einzelnes Bild, wo wir natürlich Glanzlichter drauf haben. Wir haben hier kein perfektes Fotostudio, wo wir das alles ausleuchten können. Wir haben Nebenlicht, also wir haben hier Glanzlicht und Ähnliches drauf. Und im digitalen Bild sind diese Lichteffekte schon beim ersten Aufschlag weitestgehend reduziert. Das kann man jetzt noch weiter reduzieren, aber das ist dann mal eine Aufgabe für einen Computergrafiker, der da irgendwas mit gestalten möchte. Also ich kann eben hier dieses Bild, ist jetzt quasi synthetisch erzeugt, aus diesen Tausenden von Einzelbildern. Und ich kann damit eine ganze Reihe Probleme schon mal rausfiltern. Das Wichtigste ist, ich kann eine unbegrenzte Tiefenschärfe erzeugen. Beim Fotografieren habe ich immer eine Tiefenunschärfe. Gerade wenn ich so schräg in so ein Objekt rein fotografiere, man sieht ja, es ist schwer lesbar, was hier ist. Und im digitalen Ergebnis ist diese Unschärfe weg. Das heißt, ich kann eben hier quasi ein Bild erzeugen, als wenn ich eine unendliche Tiefenschärfe von der Nase bis sonst wohin habe. Ich kann das auch andersrum machen. Ich kann da die schönsten Sachen einstellen, was dann hier an Bildern rauskommt, je nachdem, für welchen Zweck man das gerne nutzen möchte. So, mit diesen Daten können wir uns jetzt unterschiedliche Visualisierungsmöglichkeiten erschließen, die dann immer in den Datenmengen höher gehen. Wenn ich das ganz einfach haben will, kann ich ein 3D-PDF erzeugen oder auf einem einfachen 3D-Server ablegen. Da bin ich dann in der Datenmenge, die ich da darstellen kann, immer begrenzt. Ich habe gesagt, also wir haben hier auf der Tafel ungefähr 350 Millionen Messpunkte und ich kann dann vielleicht hier auf so einem Server einige hundert Millionen noch davon ablegen. Das heißt, der Rest ist rausreduziert und man kann eine solche Datenreduktion nicht beliebig hoch betreiben. Also wenn wirklich Qualität drinnen bleiben soll und wir haben hier halt sehr regelmäßige Objekte, da kann man schon mehr reduzieren, aber wenn ich unregelmäßige Objekte habe, kann ich die ursprünglichen Daten eigentlich nicht mehr wie um vielleicht 80% eindampfen. Irgendwann wird es dann einfach unscharf oder das Objekt fängt an, Details zu verlieren. So, und ich kann dann eben von so einem einfachen Internetserver auch mir wieder ein Video ziehen, kann das da mit relativ geringem Aufwand, das können Sie auf jedem Handy so sehen und können es drehen und tun und machen, wenn Sie da zugreifen können und können dann solche Videos da rausziehen. Das ist jetzt ein bisschen verzerrt hier. Die Quadrate sind rechteckig geworden, das aber einfach an den vielen Hin- und Her-Transformationspunkten liegt. Und Sie können solche 3D-Modelle ganz einfach in Ihre Homepage einbinden, wie ein YouTube-Video. Das heißt, das geht jetzt leider hier nicht, aber im Prinzip habe ich dann hier wie beim YouTube-Video so einen Start-Button und wenn ich da drauf gehe, dann würde sich eben in der Homepage, können Sie dann entsprechend das 3D-Objekt sehen, können das auch ranzoomen, vergrößern, können sich da drinnen bewegen und da alle möglichen Dinge machen, ohne dass man viel Aufwand betreiben muss. Wenn ich mehr Daten zur Verfügung stellen will, zum Beispiel in einem professionellen CAD-System oder einem geografischen Informationssystem, dann kann ich da schon wesentlich mehr Daten ablegen, aber das ist auch immer begrenzt. Ich kann sie natürlich nachladen, aber irgendwo kommen sie immer an die Grenze. Die liegt bei einigen 10 Millionen Ikonen, also Dreiecken. In der Regel ist das mit erschwinglicher Hardware immer unter 100 Millionen und es liegt hier vielleicht bei einigen 1000 Millionen 3D-Punkten. Das ist, wenn ich auf Zoom-Server geht wieder was ganz anderes. Da kann ich eben die volle Datenmenge ablegen. Und wenn wir uns das nochmal angucken, also wenn wir diese vier Würfel nehmen, dann sind da drauf 2.350.000 3D-Punkte. Das entspricht 15 mal 15 3D-Pixel je Quadratmillimeter auf dieser Oberfläche. Die Farbpixel sind natürlich noch dichter. Das heißt, Farbe kann ich sagen, hat dann ungefähr die vierfache Menge und
Wenn ich das gleiche hier in der Vermaschung habe, habe ich das mal auf die 750.000 3D-Stützpunkte ausgedünnt. Und im Grunde sieht man in beiden Darstellungen nachher keinen Unterschied. Hier habe ich halt die Originalmesswerte, kann jeder mittreiben, was er möchte, wenn er darauf zugreifen kann. Hier habe ich halt eine Vorausdünnung und damit eine Vorauswahl der Informationen getroffen, die hier einfach ist, weil es sind ebene Flächen, kann ich einfach ausdünnen, aber das kann natürlich auch ein komplexes Objekt sein, wo ich dann vielleicht besser die Originalinformationen weitergebe. So, wir können dann natürlich auch diese Objekte ganz einfach in so ein Computerspiel stellen. Wir haben hier mal mehrere unterschiedliche, also von verschiedenen Projekten was drin, um dann eben da mit einem Avatar durchzulaufen. Das ist jetzt direkt vom Bildschirm abgefilmt und da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich bin da nicht der Gaming-Spezialist. Ich zittere immer etwas und es ist ruckelig, aber wir sehen nachher noch ein Video, was jemand, der sehr viel in der Gaming-Szene macht, aufgenommen hat. Das ist eine ganz andere Qualität. Aber hier kann ich eben ganz unterschiedliche Sachen reinstellen. Das ist jetzt aus dem Deutschen Museum das gesamte Besucherbergwerk, wo ich im Prinzip auch reinspringen kann, so wie das jetzt gleich passiert. Das heißt, ich gehe hier auf das Bild in der Wand zu und springe dann auf diese Klötze und kann da durchwandern und kann dann natürlich auch nach oben fliegen, kann mir das von oben angucken. Da unten sieht man immer noch den Avatar. Das heißt, der hat jetzt quasi eine freie Kamera in die Hand genommen und kann da beliebig drüber laufen. Der könnte natürlich auch, ich sag mal, irgendwie sich ein Lichtschwert in die Hand nehmen und da irgendeinen Klotz atomisieren oder woanders hinschieben oder was auch immer. Da ist man relativ frei. Und Das heißt, der Performance. Performant heißt in diesem Sinne, dass ich eben Leistung brauche. Ich brauche eine hohe oder eine niedrige Rechenleistung, um eben solche 3D-Daten noch darzustellen. Die brauche ich einmal auf dem Rechner selbst. Und die brauche ich natürlich, wenn ich das übers Internet mache, ganz besonders auch über das Internet selbst. Das ist momentan der limitierende Faktor. Wenn ich mit 3D übers Internet arbeite, bin ich immer extrem datenbegrenzt. Das heißt, von den Daten, die wir tatsächlich haben, kann ich online, also dass es sich bewegt, im Internet meistens nur eine Größenordnung von 1-2% darstellen. Der Rest wird momentan einfach wegreduziert. In so einer Gaming-Umgebung kann ich sehr viel mehr Daten darstellen, aber auch vielleicht eher so in der Größenordnung 20, 25. Es wird aber quasi besser. Also in 4 Jahren sind es dann 50 oder noch mehr. Und da kann ich also viel mehr Informationen darstellen. Allerdings momentan in Deutschland nicht gestreamt, weil das Internet einfach das nicht hergibt in den meisten Fällen. Da müsste ich mir eben das ganze Spiel sozusagen herunterladen, kann dann aber auch wieder Interaktionen übers Netz mit anderen Spielern machen. Und wir haben sowas mal aufgebaut in einem kleinen Museum bei uns in Goslar. Da gibt es einen großen, sehr qualitativen Bildschirm. Mittlerweile gibt es auch mehr wie 2 Stühle dort. Da können sich dann also verschiedene Besucher treffen. Es gibt dann auch an mehreren Stellen im Museum gibt es solche Bildschirme. Und man kann dann da in vergangene Ausstellungen hineinspringen und kann sich auch gegenseitig sehen, also die Avatare können sich gegenseitig sehen, allerdings immer begrenzt auf das Museum, um eben genügend Datendurchsatz zu haben und können dann eben hier durchwandern und können eben also vergangene Ausstellungen besichtigen. Das sind in der Regel Ausstellungen, die dauern 3 Monate, werden von einem Künstler oder für einen Künstler zusammengestellt und sind dann wieder abgebaut und letztlich nicht mehr zugänglich. Das hat jetzt jemand, der eben mit einem Gaming-Eingabesystem optimal umgehen kann, auch aus diesem 3D-Modell abgefilmt. Gibt's ganz viel auf YouTube, heißt Let's Play, wo dann aus irgendwelchen Computerspielen ganze Gruppen von jungen Leuten solche kleinen Videos erstellen und sich da gegenseitig überbieten, wie toll kann ich das machen. Da muss ich das natürlich auch da entsprechend hochladen können. Also, und dann können die sich das vergleichen, dann chatten die da drüber und tun und machen. Da kann man
könnte man jetzt auch seinen eigenen Ton hinterlegen. Das heißt, wenn ich das mit Headset aufnehme, kann ich da eben auch was zu erzählen, warum und weshalb ich gerade vor einem bestimmten Bild stehen bleibe. Und hier kann ich halt die einzelnen Bilder sehr groß betrachten. Und es gibt dann so eine virtuellen VR-Codes da drinne. Die funktionieren wie ein VR-Code im Museum. Das heißt, ich könnte an dem Bildschirm mein Handy halten und würde dann tiefergreifende Informationen zu diesem Objekt bekommen. Diese Informationen liegen dann wieder nicht in dem Game, sondern die liegen extra, sodass sie jederzeit kuratiert, verändert, verbessert und was anderes gemacht werden kann. Also ich muss dann nicht wieder an den 3D-Datensatz dran, wenn ich diese virtuellen QR-Codes benutze. Und ich könnte natürlich dem Roboter-Avatar, den wir da am Anfang gesehen haben, auch sowas wie ein virtuelles Handy in die Hand drücken, wo er dann eben diese Infos abrufen kann. Ja, damit bin ich auch durch und stehe Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Straßenberg. Ja. Kann man Schärfe messen? Ja, das kann man messen über einen sogenannten Siemens-Stern. Das ist so ein sternförmiges Objekt und da kann ich dann sehen, wie weit ich scharf abbilde von der Mitte zum Rand. Das ist ein ganz einfaches Mittel. Gab es früher beim Fernsehen immer im Testbild. Da war in der Mitte immer dieser Siemens-Stern an den Ecken auch. Oder ich kann mit Linien Schärfetafeln arbeiten, also da sind dann immer kleiner werdende Linien drauf und ich sehe, wann kann ich die einzelnen Linien noch unterscheiden und wann nicht. Kann man das auch maschinell machen? Das kann man auch maschinell machen, ja. Das wird auch heute maschinell gemacht. Also weil es definiert Schärfe. Wenn ich wirklich nur unscharfe Bilder habe, kriege ich da eigentlich auch nie ein wirklich scharfes Bild raus. Ich kann schon ein bisschen verbessern, aber wie wir da im Möbel gesehen haben, da haben wir natürlich eine Kombination von scharfen und unscharfen Bildern immer für eine Ecke, weil wir ja ganz viele Bilder aufgenommen haben. Und dann kann ich die unscharfen Bereiche einfach unterdrücken beim Texturieren. Aber kann man schon entscheiden, was scharf ist? Ja, das kann die. Das läuft eigentlich so, ich mache quasi über eine geringe Pixelzahl sowas wie ein JPEG. Und beim JPEG muss man sich vorstellen, wenn ich ein ganz scharfes Bild habe, wo auch viel unterschiedliche Sachen drauf sind, also nicht nur diese unifarbene Wand, wird es relativ groß. Also ich kann es kaum komprimieren. Wenn ich das ganz stark komprimieren kann, ist es ein Hinweis darauf, dass es entweder nur einfarbig oder unscharf ist. Mit beiden komme ich fotogrammetrisch nicht ganz weiter und kann dann so eine Bereiche aussortieren. Ich habe dann natürlich auch noch andere Hinweise, Abstand vom Objekt zur Kamera. Also es sind viele, viele Parameter, die ich dann einfließen lassen kann, um zu entscheiden, nehme ich einen Pixel für die Textur oder nehme ich das nicht. Das war einfach dran. Hallo, hier ist Jörg Hesler von der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek. Der Modell, Sie meinten, das ist heute viel schneller. Also, das geht nicht. Also, ich sage, es ist, die Qualität wird besser. Es geht auch schneller. Es ist natürlich, gerade in der Corona-Zeit hat sich alles, was mit Bildern zu tun hat, in der Informatik wahnsinnig schnell voranentwickelt. Also sagen wir mal, wenn so eine Tafel mit Klötzen 2019, 2020 so um die 3 Tage gerechnet hat, dann kann man das heute an einem Vormittag ausrechnen. Muss natürlich dann auch entsprechend in die Hardware investieren. Also ich kann natürlich auch noch meine Hardware von 2019 einsetzen, das ist nicht viel schneller. Aber die Qualität wird eine andere. Weil natürlich die ganze Software auch in der Qualität nachgelegt hat. Das heißt, aus den gleichen Bildern kann ich eine andere oder eine bessere 3D-Information ziehen und häufig auch eine viel bessere Texturinformation, weil man da enorm nachgesteuert hat. Ich kann auch heute noch einen Farbausgleich über alle Bilder laufen lassen, dass die Farbe viel einheitlicher wird. Also da sind viele Dinge dazugekommen und das tut sich auch ständig weiterentwickeln. Also das ist eben etwas, was noch lange nicht am Ende der Entwicklung ist. Das gilt für die Kameras genauso wie für diese ganze 3D-Rechentechnik der Fotogrammetrie. Heute haben wir gute Kameras, die haben 50 oder 60 Megapixel. Es gibt
Mittlerweile Kameras, die haben 400 Megapixel. Das ist rein wissenschaftlich zu betrachten. Aber im Kinobereich, ich hatte ja gesagt, das Auge sieht 16 Mega, nee, also 16K, also 160 Millionen Pixel. Und das ist das Ziel der Kinoleute, da hinzukommen. Das heißt, das werden wir alle in diesem Jahrzehnt noch erleben, dass gutes Kino das Auflösevermögen des Auges haben wird. Damit ist nochmal ein gewaltiger Sprung bei der Kameratechnik auch zu erwarten. Und dann eben diese ganzen Sachen, dass wir von dem Rot-Grün-Blau wegkommen, dass wir also uns mehr dem wirklichen Sehen anpassen. Entweder indem tatsächlich zwei Kameras kombiniert werden oder indem andere Pixelmuster sich durchsetzen. Da wird sich auch noch unglaublich viel tun. Und in der Farbauflösung. Also Geometrie ist heute nicht mehr das Problem. Farbe ist noch ein langer Weg, bis das wirklich so ist, dass man das sauber reproduzieren kann. Weil dazu ist es einfach erforderlich, dass ich den Bildsensor extrem kühle. Also wenn ich den heute schon runterkühle, sagen wir mal auf minus 80, minus 100 Grad, dann kann ich ganz farbstabile Bilder aufnehmen. Das wird in der Mikroskopie gemacht oder es wird zum Beispiel beim Durchmustern von irgendwelchen Bakterienkulturen. Da wird es heute schon gemacht. Da habe ich Kameras, die werden mit flüssigem Stickstoff gekühlt. Und dann fahren diese ganzen Proben da unten durch und wenn da irgendwie das grüne Pünktchen rot wird, dann weiß man, da ist der Virus gewachsen, dann wird es vom Roboter aussortiert. Wir machen das heute alle noch im normalen Leben mit Farbkarten, sag ich mal, wo man dann eben die einzelnen Punkte identifiziert und Farben anpassen kann. Das kann man auch automatisch machen, aber diese tiefgekühlten Kameras sind für das normale Leben noch sehr schwer einsetzbar, weil die dann wieder an Schläuchen hängen oder schwer sind oder viel Strom brauchen, Krach machen. Aber da wird mit Sicherheit noch viel entwickelt werden, um eben Farbstabilität in den ganzen digitalen Prozess zu kriegen. Der ist nämlich nicht vorhanden. Das heißt, wenn wir hier mit drei Handys eine Aufnahme machen, die wird dreimal anders aussehen. Wenn ich heute mit dem Handy irgendwo einen See aufnehme, habe ich immer blaues Wasser, komischerweise. Auch wenn das gar nicht so aussieht. Weil da dann schon wieder die Firmen anfangen, uns sozusagen mit der KI zu unterstützen, auch wenn wir gar nicht unterstützt werden wollen. Und bis man dann gefunden hat, wo man das abschalten kann, ist man am Verzweifeln. Aber grundsätzlich können wir den ganzen 3D-Prozess auch mit dem Handy initialisieren. Also es geht mittlerweile auch. Zwei Fragen aus dem Chat. Die erste ist, wie viel Fotografie die Typografie sind da aber wahrscheinlich nie für den Buchdruck vorgesehen, weil auf den Drucktypen, um die das Zeichen eine Farbe ausgestattet wurde. Das heißt, Andreas Müller hat es wahrscheinlich nur für den eigenen Bedarf vorgesehen. Also er wollte eventuell seine Werke, die er selber verfasst hat, seine Artikel geplant, er hat an einem Schlüssel der chinesischen Sprache gearbeitet, leider hat er alle seine Unterlagen verbrannt vor seinem Buch, oder ich muss nachvollziehen können, was er genau geplant hat. Das ist anzunehmen, dass Informatik oder ein Leute damit gefunden hat. Dann haben wir eine zweite Frage. Welche Auflösung in Klammern DPI haben die Texturen des digitalisierten Modells der Typografie? Oh je, jetzt muss ich rechnen. 30 Pixel je Millimeter mal 25, das sind mal 10, sind 300, 600, 750. Ich habe eine Frage zu dem Modell, das Sie ja zu Recht als 3D-Modell, das Sie zu Recht als synthetisch bezeichnet hast. Denn es ist ja zum Teil fehlerbehaftet, tendenziell fehlerbehaftet gegen Rechenoperationen. Dem gegenüber steht die Grundwahrheit der Bildkonserve, das haben wir auch sehr gut beschrieben, die der tendenziell einen größeren, wenn man sagen, Authentizitätsgrad hat, weil
die Farben möglicherweise Produkt auch von interkulturellen Dinge sind, aber zumindest ist die Geometrie ist vergleichsweise authentisch an der Realität, wenn ich das richtig einschätze. Jetzt zum Problem. Gibt es Verfahren, mit denen ich tendenziell zweifelhafte Stellen an einem berechneten 3D-Modell zurückverfolgen kann, auf die fotografische Wurzel und mich dann dort orientieren kann, ob der Fehler, ob das fehlende Auge der Dokumentierte beispielsweise ein Berechnungsfehler ist oder auch ein tatsächlich echtes Foto zurückzuführen ist. Also da kann man, da gibt es erstmal eine ganz einfache Methode. Man könnte zurückverfolgen, wie viel Treffer es für dieses Auge der Nofretete in meinem Bildstapel gibt. Wenn ich mal sage, so in der Statistik möchte ich 12 Treffer pro Auge oder Augenlid, also pro Pixel haben, und ich habe jetzt einen Bereich, da habe ich nur 3 Treffer, dann weiß ich, das ist schon schwach besetzt. Das hat also gegenüber dem Rest eine viel geringere Qualität. Das wäre schon mal der erste Ansatz, zu gucken, habe ich da, gibt's da ein Problem. Und diese Bereiche kann ich dann auch automatisch rausfiltern, indem ich meinetwegen mir ein kleines Programm bastle, was mir alle Bereiche anzeigt, die weniger wie 12 Treffer haben oder weniger wie 8 Treffer, wo ich auch immer die Grenze setze. Dann kann ich natürlich zurückverfolgen von dem Pixel oder von dem 3D-Punkt aus, welche Bilder diesen Punkt gesehen haben. Wir haben das da am Anfang gesehen, diese ganzen Bildsymbole um die Typografie herum. Und da kann ich natürlich dann wiederum in die andere Richtung verfolgen, also welches Pixel, welcher Bereich ist denn in welchen Aufnahmen gesehen. Dann kann ich in diese Aufnahmen nochmal hineingucken, erstmal mit meiner eigenen Intelligenz und gucken, ist da das überhaupt drauf, war das vielleicht abgeschattet, war da irgendwas davor. Das passiert ja auch immer mal, nicht so sehr im Laborbetrieb. Aber selbst wenn es nur eine Motte ist, die da durchgeflogen ist, kann die ja einen Fehler da reinbringen. Das kann ich dann eben, muss ich dann eben mir in den einzelnen Bildern nochmal anschauen. Eigentlich wäre der nächste Schritt, der jetzt kommen müsste, ich komme von diesen Einzelbildern weg und nehme Filme auf. Dann habe ich viel mehr Basismaterial, dann ist auch die Motte nicht so schlimm. Dann kann ich das viel mehr überspringen. Also das heißt, dass ich vom Bild zum Video gehe. Wir haben das auch schon probiert, also man kann hochqualitatives Video eigentlich genauso nutzen wie Bilder, nur ist momentan der Aufwand, wenn ich hohe Auflösungen erzeugen will, also wenn ich jetzt eine Videokamera haben möchte, die 44 Megapixel hat, dann ist es einfach unerschwinglich teuer. Aber es wird kommen. Also ich kann heute schon Videokameras kaufen, die haben 32 Megapixel pro Bild. Die liegen noch nicht so ganz im normalen Etat, aber die liegen auch nicht mehr da, wo sie vor 4 Jahren waren, wo man dann eine 6-stellige Summe in die Hand nehmen müsste, sondern sie liegen deutlich unter 10.000 Euro und sind extrem leistungsfähig. Und das wird mit Sicherheit der nächste große Schritt sein. Das heißt, dass ich dann wirklich das mache, was wir immer alle so behaupten zu machen, nämlich Structure from Motion. Was ja nichts anderes heißt, eigentlich wie Structure from Motion Pictures. Das verschlucken immer die Amerikaner. Also Strukturen aus Kinobildern. Da ist es ja her entstanden, um bei Special Effects oder wenn ich Hintergrund und Vordergrund verschmilzen will, dass ich da einfache 3D-Strukturen erkennen kann. Und das ist mit Sicherheit ein Schritt, der demnächst kommen wird und der auch nochmal ganz andere Möglichkeiten in der Bildvorinterpretation eröffnen wird. Also, dass ich zum Beispiel vorab sortieren kann, welche Videobilder sind gut, welche sind schlecht, welche schmeiße ich raus, nehme ich gar nicht erst rein in den Prozess, sind immer Verwackler mit drin, das kann ich gar nicht vermeiden. Das Potenzial ist da noch wahnsinnig groß. Im Grunde, wenn man sich überlegt, wie ich angefangen habe, Fotogrammetrie zu machen, da hatten wir diese großen Stereokameras mit Glasplatten, mit riesigen Auswertegeräten, mechanische Wunderwerke. Da hat man dann immer abgezählt, ich habe in einer Kiste 10 Glasplatten, ich kann also heute 10 Fotos machen. Da muss man sich sehr genau überlegen, wie mache ich denn das, was fotografiere ich überhaupt? Heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Wenn ich sage, ich nehme mal irgendwo 1000 Bilder auf, ist die Speicherkarte noch nicht mal voll.
Das ist ein wahnsinniger Fortschritt eben innerhalb eines Berufslebens sozusagen. Und der allergrößte Fortschritt ist ja gar nicht kontinuierlich über diese Zeit gekommen, sondern der hat eigentlich erst mit der Jahrtausendwende eingesetzt und geht jetzt richtig los. Und die Kurve geht also steil nach oben und da wird noch viel passieren. Wir haben noch eine Frage online. Und zwar, wie schwierig wäre es, die Typografie erleben kann, anhand der digitalisierten Daten zu reproduzieren, zum Beispiel nach der Führung durch Krieg? Wie würde man dabei vorgehen? Die können Sie einfach, so wie die Daten sind, auf den 3D-Drucker werfen. Und dann müssen Sie nur gucken, was gibt mein Budget her für Material. Theoretisch kann ich heute auch in ein Holzmaterial drucken. Also ich könnte sogar in der Materialität bleiben. Das muss man sich vorstellen. Ich habe einen ganz feinen Holzstaub mit einem Bindemittel und der wird dann quasi in einem 3D-Drucker ausgedruckt. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Das ist also mit allen 3D-Sachen eigentlich möglich. Ist halt immer eine Kostenfrage. Plastik ist natürlich viel, viel billiger. Wie geht man da mit den beweglichen Teilen? Also die Topografie hat ja bewegliche Teile, Schubladen. Na, ich könnte auch die ganzen Schubladen drucken. Also ich kann auch das, könnte das ganze Möbel drucken. Es gibt heute 3D-Drucker, die sind in der Lage, mehr oder weniger ein Haus 3D zu drucken oder eben sehr, sehr große Maschinenteile zu drucken. In der Luftfahrt, in der Raumfahrt wird sowas gemacht. Es ist eigentlich nur eine Kostenfrage, aber diese Kosten sind so gewaltig hoch, dass es billiger ist, einen Tischler zu bestellen, der mir das Ding nachbaut. Naja, das ist halt, wenn das nachgebaut wird. Also gehen wir mal von der Typografie weg zu den Steinmetzen. Wenn ich also ein Relief habe, oder ich habe ein Kapitell an einer Kirche, die saniert werden muss, oder bei den Dombauhütten, da wird viel, viel Wert drauf gelegt, dass das handwerklich wiederhergestellt wird. Und das Original von der Kopie kann in der Regel auch der versierte Laie überhaupt nicht erkennen. Ich habe aber wieder die Materialität. Ich habe eben den super bearbeiteten Stein. Und ich glaube, wenn man einem Tischler, also ich kann ja aus der Typografie Zeichnungen für den Tischler erstellen, sogar Fräsmaschinenunterlagen, also wo er die einzelnen Teile nachfertigen kann. Nur das Zusammensetzen macht er dann noch. Und der würde das nachbauen, das würden Sie kaum erkennen, dass das nachgebautes Objekt ist. Aber ich finde das auch ganz beruhigend, dass die Roboter noch nicht alles übernehmen, dass man ab und zu, dass dann eben der Kunsthandwerker oder der Künstler immer noch gefordert ist, dann eben diese einzelnen Teile, die ich dann vielleicht sehr einfach reproduzieren kann, wieder zusammenzusetzen. Gibt es schon Geräte, die Farben unterscheiden können? Ja, Farbmessgeräte gibt es. Da wird quasi gemessen die Reflexion eines normierten Lichtes, also einer normierten Lichtquelle. Und da kann ich dann eben sehen aus der Reflexion, in welchen Farbbereichen ich bin. Das haben die Automobiler zur Spitze getrieben, weil die, was ihre Lacke angeht, extrem genau sind. Also das, wenn ich eben Ferrari Rot habe und ich kaufe das heute und ich kaufe das in 5 Jahren, dann ist das wirklich so gleich, dass man das per Auge nicht unterscheiden kann. Da legen die extremen Wert drauf, eben ganz, ganz farbgenaue Lacke zu reproduzieren. Dafür können die das auch ganz genau messen und machen dann eben auch mit diesen gekühlten Kameras solche Farbuntersuchungen. Also der Aufwand, der da in der Industrie oft reingesteckt wird, wo wir alle sagen würden, was scherzt mich eigentlich, ob mein Auto ein bisschen so rot oder so rot ist, also zumindest bei uns ist das so, der ist gewaltig viel größer wie das, was wir in der Kunst machen. Und da ist eben das Schöne, wenn man beides macht, man kann dann aus anderen Bereichen unglaublich viel lernen, wo man sich zwar fragt, brauche ich das jetzt wirklich, aber da ist eben viel Forschung drinne, die man dann eben wiederum übersetzen kann. Alleine eine Lichtquelle zu schaffen, die eben keine Einbrüche im Spektrum hat, die also wirklich gleichmäßig ist über das ganze Spektrum. Es ist ein Forschungsfeld, da hat man sich im Automobilbau jahrzehntelang mit beschäftigt und das sind ganz wenige Spezialisten, die sowas bauen und verkaufen.
Und das dann eben wieder zu kalibrieren und zu tun und zu machen, ist schon ein Aufwand, der dahinter steckt. Ja, die meisten Farben sind aber keine Spektralfarben, sondern Mischfarben. Die meisten Farben sind natürlich Mischfarben, aber sie haben eben werden ja immer in ein Spektrum zerlegt und können da bestimmte Werte zugeordnet bekommen. Dann haben wir jetzt noch eine letzte Frage online oder zwei. Bei der Fotogrammetrie können nur Oberflächen erfasst werden. Wie würde man innere Details drucken und beziehungsweise welche Details, Eigenschaften können beim 3D-Druck nicht reproduziert werden? Das ist ein Seminar zum 3D-Drucken. Das fängt eben an bei dem Material, was ich einsetze. Ich kann nicht beliebig feine Details reproduzieren mit jedem Material. Ich kann wenn ich zum Beispiel ein Metall aussintere aus einem ganz feinen Staub, kann ich viel, viel kleinere Details drucken, als wenn ich das zum Beispiel mit Gips mache oder mit Plastik. Dann hängt das damit zusammen, können diese Teile einzeln stehen im Druckprozess. Also es ist nicht ganz einfach. Das sind dann Spezialisten, die auch solche Druckdinge dann machen. Man kann eine ganze Menge reinschauen. Da müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Ist es ein Hohlkörper? Dann kann ich natürlich auch fotogrammetrisch reinschauen, wenn der Hohlraum groß genug ist. Wenn es ein geschlossener Körper ist, also so ein Klotz zum Beispiel, da weiß ich natürlich nicht, was da drin ist. Den müsste ich halt dann irgendwie mit Röntgen durchleuchten. Aber ein Röntgenbild ist auch nur ein Bild und das kann ich dann wieder in den fotogrammetrischen Prozess mit einbringen. Auch ein Tomografiebild ist ein Bild. Also das ist nach oben offen. Den Aufwand, den ich betreiben will, ist halt die Frage, bringt mir das irgendwas? Bringt das einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn? Ja.